Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Pressekonferenz nach dem Hessen-Derby der HSG Wetzlar gegen die MT Melsung mit dem Endstand von 31:28. An diesem speziellen Spieltag bedanken wir uns bei 844 grün-weißen Fans für eine tolle Stimmung in der Rittal-Arena. Das Spiel hätte definitiv mehr Fans verdient gehabt. Ganz herzlich begrüße ich hier auf dem Podium den Trainer der Melsunger Roberto Garcia Porrondo und Ben Matschke sowie die beiden Spieler Timo Kasteling und Stefan Czabor. Roberto, welcome in Wetzlar. How was your impression of the derby? Hello. Yeah. Good night. I want to congratulate Wetzlar for the victory today. It was a very tough match, and finally they won and they got the points. I follow until the end. Okay. I have nothing else to say. We made some mistakes, some things that we were talking before the match that we shouldn't do, that happened during the match, and I think that's the reason, because finally we couldn't get a better result. We played more or less a good match, but repeat, there are moments that we have to do better things for be able to win the matches. Bundesliga, all the matches are very tough or very close, so without these mistakes, without these fails, so we could win the last match in Hamburg and we could win today, but the truth is that we didn't do it, so we need to improve and develop the performance of the team. Thank you. Ben, du bist dran. Wie fällt dein Fazit aus? Oh ja, das ist schwer mit Superlativen. Das waren jetzt wirklich 3,5 sehr harte Wochen für uns und ich glaube, ich überlasse es jetzt den Spielern und diesem Weltklasse-Trainer da über das Spiel zu reden. Ich möchte einfach heute meinem Staff vielen, vielen Dank sagen. Mit Staff meine ich Mentaltrainer, Athletiktrainer, Physiotherapeut, Ärzte, Co-Trainer, die jetzt in den letzten Wochen oder speziell dann auch in der letzten Woche Herausragendes geleistet hatten. Wir hatten sehr viele Spieler angeschlagen. An Training war jetzt in den letzten Tagen nicht zu denken, sondern es war vielmehr wirklich nur Video und Schieben im Training. Aber was die Mannschaft dann an Mentalität in die Spiele gepackt hat, sowohl jetzt gegen Erlangen als auch jetzt heute in diesem Derby, sucht seinesgleichen. Ich denke auch nach dem Ausfall von Adam Nüffiel habe ich das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft noch mal enger zusammenrückt und diesen Sieg unbedingt wollte. Ich wünsche der MT wirklich, dass sie gesund bleiben, dass sie ihre Ziele erreichen und freue mich schon aufs nächste Derby dann hoffentlich mit einer vollen Halle, weil ich denke, zwei Mannschaften haben heute alles gegeben und dieses Spiel hätte heute viel, viel, viel mehr Zuschauer verdient gehabt. Vielen Dank. Vielen Dank, Ben. Ich gebe gerne das Wort an Timo Kasteling. Ja, guten Abend und auch Glückwunsch. Ich glaube, Roberto hat es eigentlich schon aus unserer Sicht passend analysiert. Ich glaube, ja, wenn du so zwei Dämpfer jetzt wie gegen Hamburg und heute gegen Wetzlar im Derby bekommst, ja, fällt die Stimmung natürlich mäßig aus. Ich glaube, was einen als Spieler am meisten aufregt, ist, dass wir im Vorfeld über genau die Sachen gesprochen haben, die heute eingetreten sind und dass wir es nicht geschafft haben, das in den Griff zu bekommen. Und das tut weh und das schmerzt und ich glaube, da ja, muss jeder bei sich selbst anfangen heute. Trotzdem glaube ich, dass wir sowohl in Hamburg als auch heute als Team aufgetreten sind, versucht haben, das Spiel zu gewinnen und ich glaube, 0-4 Punkte stehen jetzt aus den letzten zwei Spielen auf dem Papier, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir als MT jetzt zusammen auftreten und versuchen, um die Punkte zu kämpfen und jetzt sind zwei Niederlagen, wird gerne dann alles viel schlechter geredet, als es vielleicht ist, genauso wie nach einem Sieg gegen die Löwen, wo nicht alles super war und deswegen sollte man da immer irgendwo in der Mitte bleiben. So fällt mein Fazit heute aus. Vielen Dank. Ich gebe gerne das Wort an Stefan Czabor. Wie war das Spiel heute für dich, Chucky? Ja, das war ein, ich denke, sehr schönes Spiel zu sehen heute. Das war auch sehr wichtig für uns, warum das ist. Und was hat Ben gesagt in dieser letzten 3,5 Woche? Das war sehr schwer für uns, aber ich denke, dass wir haben gut gemacht. Und alle, was wir haben gesprochen wegen dieses Spiel mit Ben, hat geklappt heute. Ich denke, dass wir waren sehr gut. Und das ist in dieser Zeit im Dezember. Wir wissen, dass wir müssen vielleicht noch diese sehr schweren Momente mehr vielleicht
Kraft benutzen für uns und diese letzten vier Spiele noch in diese weiter Gefühl und weiter System, was wir machen, zu spielen und vielleicht probieren, zu mehr Punkte holen. Und ich wünsche Melzungen eine gute Saison. Vielen Dank, Chucky. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Das Mikrofon kommt. Ja. Frage an Ben. Magnus Frederiksen hat nicht gespielt. Was genau hat er für eine Verletzung und wie lange fällt er aus? Ich habe gerade zu der Mannschaft in der Kabine gesagt, dass es diese 10-4 Punkte ein Produkt aus allem waren in den letzten Wochen. Magnus kam aus der Länderspielpause schon mit Problemen mit der Schulter, hat sich jetzt die letzten Tage, Wochen in Dienst der Mannschaft gestellt. Wir waren jetzt heute zum ersten Mal wieder mit Philipp Mikulowski anwesend, sodass wir mit Alex Feld und Philipp dann in dieses Spiel gehen konnten, dass er einfach die Pause jetzt einfach mal bekommt, die jetzt einfach notwendig war, wer es gesehen hat in Erlangen. Er hat geworfen und musste sofort wieder ausgewechselt werden, weil es einfach eine Grenze überschritten war, die nicht gepasst hat. Und da ist einfach die Gesundheit der Spieler, steht da an vorderster Stelle und da müssen wir jetzt auch Rücksicht nehmen auf ihn. Danke. Dann geht die Frage an Stefan Schauber, weil Ben Matschke gesagt hat, dass er nicht so gerne noch über dieses Spiel spricht, sondern lieber die Spieler sprechen lässt. Die Zuschauer haben heute auch ziemlich viel gesprochen, zumindest von draußen, oder waren sehr laut. Ist es für dich, merkt man das, dass es trotzdem weniger sind, oder war das heute einfach eine unfassbar gute Stimmung in der Halle? Heute, das war eine unfassbar sehr gute Stimmung. Ja, es ist weniger Zuschauer, aber auch, er war eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Chucky, nochmal ganz kurz zu deiner Leistung. 8 von 8, wenn ich das richtig gesehen habe, was... war heute so der Auslöser für diese persönliche Explosion sozusagen? Ja, für mich, das ist eine sehr schwere Saison, warum ich war verletzt vor dieser Saison. Aber ich denke, dass jetzt ich komme zurück und das ist normal, das ist von meiner Mannschaft, weil wir spielen zusammen und weil wir kämpfen nach 100%, dass alles, dann alles kommt sehr gut. Vielleicht auch noch mal eine Frage an Timo Kastening, weil das also Anschlussfrage zu Chuckys Frage an Chucky, die ich gestellt hatte. Es geht ja jetzt wahrscheinlich weiter mit diversen leeren Hallen in Anführungszeichen. Inwieweit beschäftigt euch das als Spieler? Ich meine, das ist ja schon ein Faktor. Aber sag du mal was dazu bitte. Ja, definitiv. Aber ich glaube, mittlerweile ist man da so lange in diesem Thema gefangen, dass man froh ist, wenn man spielen darf. Das ist eine absolute Scheißsituation. Ich glaube, in Hamburg war heute die Halle so gut wie voll. Hier dürfen nicht mal mehr als 1300 Zuschauer kommen. Es nervt. Ist irgendwie. Man hofft irgendwann, dass der ganze Scheiß vorbei ist und dass es einfach mal wieder normal weitergehen kann. So ist es irgendwie als Spieler seit Beginn der Pandemie einfach langweilig und blöd, wenn du nie weißt, wie es weitergeht. Genauso wie für die Fans, ich glaube. Dann wünscht sich jeder Verein einfach mal wieder Planungssicherheit. Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns am 8. Dezember hier wieder. Dann steht das Top-Duell gegen den THW Kiel an. Wir werden vorher umfassend informieren, wie das ganze Spiel organisatorisch ablaufen kann. Jetzt bleibt alle gesund und eine gute Heimfahrt.